Recht schönen Dank, Herr Bause. Und jetzt hat sich noch jemand angemeldet. Wir haben ja ihn auch schon vorgestellt. Kennen tun wir ihn alle. Und nun werden wir mal sehen, ob wir aus dem Tatort hier hören oder auch welche kriminelle Eigenschaften er vielleicht selber hat. Mal sehen, ob er uns hier auch. Er hat in Berlin Eckenschönhauser gespielt. Der war, Sie nannten ihn Amigo. Also ja, das sind natürlich mehrere. Ja, Entschuldigung. Das sind mir sehr böse, dass ich alle nicht genannt habe. Sehr, ne? Aber wie? Der stinkt sauer. Ich muss mein Kneisteisen rausholen. Ja, machen Sie das. Ich kann ihn auch so halten, also wenn Sie möchten. Ja. Herr Bause hat ein bisschen Probleme. Ja. Dann blättert man ja nicht, aber. Ja, habe ich auch. Halt ihn hoch. Na, siehst du. Nee, also ich. Aber die Hilfe natürlich nicht ab. Dann machen wir es mal gemeinsam. Ja, bitte. Im Bonzenschlitten. Einfach Blumen aufs Dach war der Titel eines DEFA-Films, in dem ich einen Tschaika-Fahrer spielen musste. Ein Tschaika, das war diese riesige sowjetische Staatskarosse, die immer für die Vorbeifahrten der Generale bei Paraden auf dem Roten Platz zum Einsatz kam. Und natürlich auch zu Staatsbesuch bei uns. Ich hatte keine Ahnung von solch einem Schlitten, woher auch. Da ich für den Film längere Strecken im öffentlichen Verkehr fahren musste, hieß es für mich Probefahren. Sitze weich wie Fernsehsessel, also keine Trabant-Sportsitze. Automatikgetriebe, Länge und Breite des Autos im Übermaß. Ja, sowas muss man erst mal im Griff kriegen. Eines Tages stand dieses Monstrum vor unserer Haustür. Der Fahrer stieg aus. So, Herr Schwill, auf zur Probefahrt. Kurze Trockenübung im Stand. Wie, wo, was funktioniert. Ich kam mir vor wie ein Testpilot. Hebel auf Drive und ab geht der Peter. Herr Schwill, Sie müssen schon den Fuß von der Bremse nehmen. Sie arbeiten nur mit dem rechten Fuß. Entweder Stoffgruppe geben oder bremsen. Stellen Sie Ihr linkes Bein zur Seite oder schnallen Sie es an. Na, bitte, es geht doch. Mein Hemd war pitschnass. Nach zwei Proberunden um den Häuserblock luden wir meine Frau ein und können wir auch noch meine Schwester mitnehmen. Na klar, ist doch hier noch Platz im Auto. Meine Schwester wohnte nicht in Mitte, sondern in Friedrichshain, Simon-Dach-Straße. Ich ging nach oben und schlug ihr vor, komm Rita, wir machen eine Spritztour. Wo steht der Trabi? Na, zu Hause. Na und womit fahren wir dann? Etwa mit der U-Bahn? Nee, guck da mal aus dem Fenster. Da unten steht ein großer schwarzer Tschaika. Willst du mich verarschen? Natürlich wollte ich das nicht. Nur mal ein bisschen rumkurven, Rummelsburg, Köpenick, Grünauer Straße, kurzer Blick zur Regattastraße, eine Strecke und wieder zurück. Erstes Stück Weg waren die verwinkelten Straßen der Köpenicker Altstadt. Dann auf dem Rückweg an der Kreuzung Bahnhofstraße auf einem Podest ein Verkehrspolizist. Schon von weitem erkannte er den Tschaika, gab uns freie Fahrt und salutierte. Und alle Wartbüsse und Tabak mussten warten. So erfuhr ich im wahrsten Sinne des Wortes einen Eindruck, wie sich ein Führer der Arbeiterklasse fühlen konnte in einer Karre, die von den Berlinern Bonzenschlitten genannt wurde. Ich hoffe, ihr habt ihn einigermaßen. Also nochmal schönen Dank. Nee, ja klar, ja klar. Wir sehen uns. Wir ich denke, Herr Bause und ich, Herr Schiffel, wir werden uns sicherlich noch öfter sehen. Wir werden Sie mal einladen, wenn wir denn wieder alle Kraft gesammelt haben und gemeinsam dann nochmal eine Lesung fahren. Also unsere Sängerin.